Und hallo, willkommen zurück zu einem neuen LS13 Part. Im letzten Part haben wir damit aufgehört, hier zu dreschen. Da fangen wir natürlich an und machen auch weiter. Letzten Part haben wir darüber geredet, über Modder, über die Modding-Szene und über das Spiel, über LS15 allgemein. Haben auch ein bisschen so über YouTube-Channel, über meinen und über auch andere ein bisschen geredet. Oder ich habe ein bisschen darüber geredet. Und, ja. Es geht ganz gut voran hier auf unserem Spielstand. Auf der wunderschönen Karte Brunsdorf Map. Also wir gehen da schon ganz gut ran. Also wir kriegen da schon noch was hin. Ja, ist doch gut, ich sehe es doch. So. Aber muss man schon sagen, es geht ganz gut voran. Was ich schön finde auf der Karte, hier gibt's schon ganz geile Wiesen. Also auch standardmäßig. Schon Wiesen drin. Finde ich ganz gut. Also keineswegs schlecht. Sollte eigentlich jede Karte haben, so wie schon eingebaute Wiesen. Nicht, dass man seine Äcker für Wiesen verschwenden muss. Wie auf der Hagenstadt zum Beispiel, wo man sich die Wiesen ja machen muss, wo keine Standardwiesen drin sind, wie hier zum Beispiel, oder auf der Holzhausen Map, oder. Gibt ein paar Maps, wo schon automatisch von der Map aus Wiesen eingezäunt sind. Entschuldigung. Also, von daher passt es schon ganz gut. Also in dem Part kriegen wir das Feld auf jeden Fall nicht hin. Das weiß ich jetzt schon. Aber was ich machen möchte, wenn der Drescher anhält. Ich wollte Absa. Das war aber Standard. Ach, nee, doch nicht. Ich habe gerade überlegt, Schwader zu kaufen. Um die Stroh, um den Schwad hier zu schwadern. Aber ich dachte, nee, ein bisschen sinnlos. Das würde ich dann machen, wenn wir dann Kühe haben. Auf der Karte möchte ich auf jeden Fall so lange zocken, bis wir uns Kühe leisten können. Also das heißt, wir müssen uns hocharbeiten. Aber das kriegen wir doch hin. Möchte jetzt mal ein bisschen auf der Karte mal eine Weile zocken. Also mal ganz gut hier was schaffen, ein paar Spielstunden hier drauf zocken. Vielleicht ist in der Zeit ja auch in LS15 die Ding schon draußen, die Mainburg oder so. Oder die Maps, die ich aufgezählt habe. Vielleicht ist da ja schon eine draußen, dass wir da mal ein bisschen reinschauen. So. Es geht doch mit ganz guten Schritten voran. Also muss man schon sagen. Vor allem, also ich habe die, oder LS13, die Map kam vielleicht so Anfang, wenn jetzt sogar bisschen Mitte, kam die Karte hier raus. Ich habe sie dann gedownloadet und schon gezockt, also
Ich finde die Map extrem geil. Auf der Karte ist Verfaulen an. Ich habe aber mir einen Mod gedownloadet, wo das Verfaulen ausschaltet. Einfach mal in Google eingeben, Verfaulen ausstellen. Da kommt ihr dann hin. Oder guckt dann einfach. Oder guckt euch ein Tutorial auf YouTube an, wo man das Verrotten ausstellt auf der Karte. Die meisten Karten sind ja ganz gut und einfach, um da was rauszusuchen. Ja, ich habe ja angesprochen, dass wir eine 50.000er Leitung wahrscheinlich kriegen. Es steht keineswegs irgendwas fest. Also es wurde noch nichts gesagt oder was festgelegt. Das Problem ist, wir sind doch derzeit bei der Telekom und müssen schauen, wir sind nämlich in einem festen Vertrag drin, müssen dann natürlich schauen, wie lange dieser Vertrag geht, ob er ein Jahr geht oder so. Wenn er ein Jahr geht, dann, also wir kriegen die 50.000er Leitung so oder so, ist gar keine Frage. Vielleicht in einem Jahr oder in 2 Jahren vielleicht sogar erst, aber wir kriegen die 50.000er Leitung. Bin ich ganz froh, weil wir haben jetzt eine 6.000er Leitung derzeit, wo echt, sagt. Also ich bin da bisschen, also das Rendern von den Videos, das geht schnell, muss man echt sagen. Aber das dieses Hochladen, das macht einem echt zu schaffen. Aber gut, kriegt man schon alles hin. Dann machen wir uns jetzt mal einen Kopf und Kabelsalat hier unten. So, jetzt. Ich muss mal einen kleinen Schluck trinken, ne? So. Weil der Hals ein bisschen trocken ist durch das ganze Gelaber hier. Wo eh kein Schwein interessiert. Na gut, ich rede vielleicht jetzt eh nicht zu viel oder eher so langweiliges Zeug, weil ich müde bin. Wir haben es heute Sonntag, wo ich das hier aufnehme. Und wir haben es 22.05 Uhr. Bin ein bisschen müde. Ja, wollte eigentlich heute Mittag die ganzen Parts aufnehmen, weil ich heute Mittag ganz gut Zeit hatte. Dann habe ich aber doch irgendwie gedacht, na nee, nimmst doch nicht auf. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich mir vor Stunde oder so gedacht, gut, dann nimm ich jetzt auf. Denn was soll's? Du brauchst die Parts. Montags kann ich, also unter der Woche aufnehmen wird nichts. Ich muss vor allem am Montag 4 Parts hochladen, also 2 Parts, die für den Montag sind und 2 Parts, die für den Dienstag sind. Am Dienstag habe ich nämlich Mittagsschule und schaffe es dann zeitlich nicht, weil ich danach noch zur Fahrschule muss. Und ich packe das dann echt zeitlich nicht mehr. Da irgendwie was hinzukriegen, weil ich bin dann ich habe um 8:30 Uhr ist der Theorieunterricht zu Ende und dann bin ich so um 8:45 Uhr daheim, dann was essen, vielleicht noch duschen, aber dann so spät auch nicht ins Bett. Am nächsten Tag ist ja dann wieder Schule. Und dann ist Mittwoch und dann habe ich mittags vielleicht eher Zeit hochzuladen. Ich gehe mit meinem Kumpel am Mittwoch raus und tue dann derzeit die 2 Videos hochladen. Oder zumindest das erste.
Ja, Donnerstagabend, also mittags kann ich dann auf jeden Fall hochladen. Ja, hier kann man meinen normalen Tagesablauf nehmen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Mittwoch. Ich stehe um 6 Uhr auf. Tu dann, meine Mutter weckt mich, wenn sie nicht arbeiten muss, also Frühdienst hat. Dann bin ich, ja, stehe ich um 6:15 Uhr so in etwa auf. Dann natürlich ins Bad gehen, Zähne putzen und so weiter. Dann natürlich was frühstücken, dann zum Bus laufen. Mein Bus kommt um 7:05 Uhr. Dann mit meinem Bus zur Schule fahren. Mit dem Bus brauchen wir so ungefähr 20 Minuten bis zu meiner Schule. Dann natürlich ganz normal Unterricht bis 1 habe ich Unterricht. Um 13:10 Uhr kommt dann mein Bus. Dann bin ich so um 13:30 Uhr, um 13:30 Uhr daheim. Dann was essen. Hausaufgaben, wenn ich habe. Dann Video hochladen, ja. Also mindestens mal anschmeißen. Dann mit meinem Kumpel, wenn der Zeit hat, rausgehen. Dann bin ich so ungefähr um 6, 6:30 Uhr daheim. Dann gibt's bei mir Abendessen. Dann was essen. Mittwochs habe ich MSG, also so wie so Sport. Danach halt nach dem Essen duschen gehen, runtergehen, vielleicht ein bisschen YouTube-Videos schauen, gucken, wie das hochgeladene Video ist, und dann bisschen Videos schauen, so ungefähr bis 10:30, 11:30. Macht oft, so also oftmals bis um 11 mache ich. Ein paar YouTube-Videos schauen, Gronkh was hochgeladen hat und so weiter. Und dann, ja, Bett. Und dann am nächsten Tag wieder aufstehen. So. So, der zweite Anhänger, der voll ist. Fahren wir dann wieder zum Hof. Dann muss man ganz kurz, dauert ein bisschen länger, ganz kurz so, mal auf die Zeit schauen, auf mein Handy mit der Stoppuhr und so weiter. Ja, Blick, so und so und zack, zack. So, jetzt noch ungefähr 2 Minuten. Dann haben wir es für den Ball auch geschafft, dann habt ihr meine dumme kleine Pissstimme nicht mehr in euren Ohren. Kriegt wahrscheinlich keinen Ohrenkrebs, weil ich so kindisch und wie so eine kleine Muschi klingt. Ja, Outlast kommt ja dieses Jahr raus. Ich werd's Let's Playen. Habe ich mir vorgenommen. Ich werde es wahrscheinlich mit meiner Facecam aufnehmen. Ich habe mir da schon ein Programm rausgesucht. Aber mit dem Programm geht es irgendwie nicht. Aber mit dem Programm, wo ich mir rausgesucht habe, geht es, dass ich mit Facecam aufnehme. Mit OBS, Open Broadcast, mit dem man auch Livestreams machen kann. Also doch, muss man sagen. Ja, seht ihr dann nicht nur, hört ihr nicht nur meine Stimme, sondern seht auch meine dumme Hackfresse. Und seht dann, wie ich wahrscheinlich anfangen werde zu heulen, weil das Spiel so schlimm ist. Und dann sehen wir auf jeden Fall weiter. Sobald es draußen ist. Entschuldigung für die Lache im Hintergrund, aber ist meine Schwester. Ja, in meinem Zimmer ist die Internetverbindung nicht so der Brüller, weil ich sonst immer Lenkrad und Joystick und Maus nach oben tragen müsste und dann, sobald ich hochlade, müsste ich das Ganze dann wieder runtertragen.
Weil hier unten im Keller die Internetleitung besser ist, aber sobald ich die 25, die 50.000er Leitung habe, bin ich von hier unten weg. Und das war's für den Part auch schon wieder. Wir sehen uns im nächsten, ne? Part, lasst eine Bewertung, einen Kommentar und ein Abo da. Bis dahin, Mockout, wir sehen uns.